So, jetzt rücken wir die Friedenspflicht aus. Wir haben uns heute bei den Hüttenwerkgruppen Mannesmann am Tor 1 getroffen mit mehreren Delegationen aus unterschiedlichen Stahlbuden und sind gemeinsam in einem Fackellauf die Heinrich-Hildebrand-Höhe zum Tiger & Turtle hochmarschiert und haben hier das Ende der Friedenspflicht eingeläutet. Wir brechen die Friedenspflicht. Jetzt haben wir ja schon nach 0 Uhr. Wir haben also die Friedenspflicht beendet und jetzt werden wir Gas geben und für unsere Forderungen kämpfen. Wer gibt, kann auch nehmen. Und die Belegschaften haben in den letzten Jahren massiv gegeben. Wir fahren seit Wochen und Monaten unterbesetzt. Teilweise auch viel zu wenig Leute, weil zu wenig ausgebildet worden ist. Ständig irgendwelche Aktionen in den Boden, wo wir dran müssen. Jetzt muss aber irgendwann das Thema Wertschätzung auf den Tisch gelegt werden, nämlich genau darum geht. Die Luft ist kalt, aber wir sind heiß, denn wir wollen einen Tarifvertrag, Kolleginnen und Kollegen. Das ist eure gute Arbeit, mit der das Geld verdient wird. Die Forderungen bestehen aus einer Entgeltforderung von 6%. Also ich glaube, es ist eine realistische und auch eine, ich sag mal jetzt gerade, eine faire Forderung, weil mit den Stahlbuden jetzt viel verdient worden ist. Wir wollen eine zusätzliche Urlaubsvergütung von 1.800 Euro. Wichtig ist, dass dies auch umgewandelt werden kann in Freizeit. Es ist an sich immer so ein klassischer Spruch von den Unternehmern, Zeit ist Geld. Und diesmal nehmen wir es ernst und sagen andersrum, Geld ist auch für uns Zeit. Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Qualifizierung, Zeit einfach für das ganz normale Leben, um es zu gestalten. Wie man heute gesehen hat, stehen die Leute hinter der Forderung. Wir sind heute schon eine Masse gewesen. Wir werden natürlich noch viel, viel draufsetzen können. Und man sieht einfach, die Leute haben Bock auf die Forderung. Und ich weiß, wenn wir in die nächsten Verhandlungen gehen und das läuft nicht, wir gehen in Auseinandersetzung, bringt ihr alle noch mindestens 50 Mann mit oder sehe ich das falsch? Da zählen wir auf euch, da müsst ihr alle mit dabei sein. Und ich glaube, da werden wir denen auch zeigen, dass wir sehr, sehr, sehr entschlossen sind in dieser Tarifrunde. Da ist Zukunft!